Wie jetzt? 1000 Euro Kaution? Dies dachte sich heute Leser Bernhard, als er sich entschloss, bei 123 Transport einen Mietwagen zu buchen. Die Firma wirbt auf ihrer Homepage mit Preisen ab 45 Euro pro Tag für einen Kastenwagen. Klang erstmal attraktiv, so der Wiener. Er schloss die Buchung ab und erfuhr erst jetzt von zusätzlichen Kosten. Um den digitalen Schlüssel zu bekommen, sollte insgesamt 1000 Euro Kaution hinterlegt werden, die dann 3 Wochen bei der Firma bleiben. Zwei andere Optionen waren eine einmalige Zahlung von 149 Euro oder ein Abonnement mit einer Mindestlaufzeit von 2 Jahren. Bernhard fühlte sich sofort hintergangen und verzichtete auf weitere Einzahlungen. Das Geld ist futsch und der Transporter blieb dort stehen, wo er abgeholt werden sollte, da ich vom Vertrag auch nicht zurücktreten konnte, sagte der 30-Jährige. Bernhard ist nicht der Einzige mit schlechten Erfahrungen bei der Mietwagenfirma. In den Online-Bewertungen kritisieren viele User die intransparente Preisgestaltung und die Hotline, die 3,64 Euro pro Minute kostet. Einige behaupten sogar, die Kaution müsse aktiv vom Kunden zurückgefordert werden, sonst bliebe das Geld beim Unternehmen. Für 123transporter.at ist die Vorgehensweise mit den Kautionen jedoch völlig normal. Die 1000 Euro Kaution müsse 15 Banktage lang einbehalten werden, da dies an den Reinigungs- und Inspektionsrhythmus der Transporter angepasst sei. Sowohl die Höhe der Kaution als auch die Einbehaltungsdauer sei an mehreren Stellen auf der Webseite ersichtlich. Was der Verein für Konsumentenschutz zum Vorgehen von 123transporter denkt, findest du im Artikel über den Link in der Bio.